Leute, was geht und willkommen zu einem weiteren neuen Video. Schön, dass ihr wieder einschaltet. In dem heutigen kurzen Video geht es einfach um ein Update-Video zu PG Sharp, zu Spoofer X, zu iPogo sowie zum Flag Store für iOS. Da möchte ich einfach nur ganz kurz was dazu sagen. In naher Zukunft bzw. in den nächsten Tagen werde ich dann ein weiteres Video machen, was nur den Flag Store angeht, wie man das Ganze nutzen kann, was hat sich geändert, welche Verbesserungen bietet der Flag Store für euch alle. Und wir haben auf der linken Seite PG Sharp auf dem Android-Smartphone und auf der rechten Seite habe ich jetzt hier iPogo installiert über den Flag Store. Ich habe keinen Key hier aktiviert, den Key bei PG Sharp habe ich aktiviert, um da die Funktion noch mal ein bisschen näher anzubringen. Aber für euch das Update, PG Sharp hat eine neue Beta rausgebracht. Ich habe schon im anderen Video erwähnt, was genau neu reingekommen ist. Und zwar hat man jetzt den Google Login. Dieser Google Login ist ziemlich interessant, denn ich bin jetzt seit dem Release von dem Google Login bin ich da jetzt drin und es funktioniert ohne Probleme. Ich habe keinen Bann bekommen, ich bin mit meinem Hauptaccount drin und ich kann mich nicht beklagen, also es funktioniert einwandfrei. Beim Emulator auf dem PC sieht es momentan so aus, dass man beim Mumu App Player sich nicht mit Google einloggen kann. Warum das aktuell so ist, kann ich euch nicht sagen. Ich arbeite daran, einen Hotfix rauszubringen, der euch das ermöglicht, dass ihr auf dem Mumu App Player dann euch mit Google einloggen könnt. Da gibt es schon was, da habe ich das Problem eigentlich schon gelöst. Ich muss aber das Ganze noch mal ein bisschen testen, ob das auch wirklich sicher ist mit ein paar Testaccounts. Da gebe ich euch dann noch mal Bescheid. Schreibt einfach in die Kommentare, ob ihr euch auch wirklich dieses Video wünscht, denn dann mache ich es auch. Muss sich ja auch lohnen, weil nicht, dass ich umsonst das Video mache und die meisten spielen gar nicht mit Google Login oder sonst was. Gut, rechte Seite wie gesagt iPogo, linke Seite PG Sharp. Es hat sich einiges getan in den Apps. Wir haben neue Funktionen bekommen, das habe ich euch alles schon gezeigt bei PG Sharp. Die ganzen Funktionen sind mit einem PG Sharp Key freizuschalten und bei Spoofer bzw. iPogo ist das genauso, da braucht man auch einen Key. Ich habe jetzt in dem Fall keinen Key. Allerdings, Leute, wie gesagt, wenn wir schon auf die Keys wieder ansprechen, in meinem Discord-Server findet ihr passende Keys zum jeweiligen Spoofer, ob iPogo, Spoofer X oder PG Sharp für Android. Habe ich immer alles auf Lager. Könnt ihr einfach mal vorbeischauen bei Interesse. Links ist in der Bio bzw. in der Videobeschreibung verlinkt. Und es gab wirklich sehr, sehr viele Hotfixes für iPogo. Die Abstürze sind so gut es geht behoben worden. Es war ja so, dass auf iPogo das so war, dass sehr oft viele Abstürze gekommen sind, was bei Spoofer X ja auch so war, ist aber jetzt behoben und es läuft wirklich stabil. Ich habe jetzt ein paar Stündchen gespielt, läuft ohne Probleme und man kann wirklich einige Sachen benutzen jetzt, was davor zu Abstürzen geführt hat. Als Beispiel funktioniert zum Beispiel der Dark Mode, der es öfters geschafft hat, das Spiel zu crashen, funktioniert jetzt auch wieder einwandfrei. Dark Mode Map, das braucht man eigentlich prinzipiell nicht aktivieren, denn wenn man zum Beispiel so wie ich um 1.54 Uhr spielt, ist die Map allgemein dunkel und ist eigentlich jetzt relativ jetzt nicht so relevant, würde ich jetzt mal schwer behaupten. 60 FPS Mod können wir wie gesagt immer aktivieren, Tap to Wall können wir auch aktivieren in der kostenlosen Version. Ansonsten haben wir hier jetzt nicht wirklich was, den Cooldown Timer haben wir jetzt drin in der kostenlosen Version. Nurby Autowalk Overlay Direction Vertical Horizontal kann man praktisch das Overlay so anpassen, dass es von unten nach links und rechts hoch geht. Das kann man jetzt praktisch damit anpassen, ist auf jeden Fall ganz cool. Enhanced Throw kann man aktivieren, Exzellent mit Curve und AR XPR Händler kann man aktivieren in der kostenlosen Version, solltet ihr eigentlich alles wissen, ist alles ja inklusive und das Ganze habe ich ja mit dem Flag Store installiert. In dem Video, wie gesagt, ist einfach das Update für euch so weit, dass ihr es jetzt auch für PG Sharp herunterladen könnt in der Beta-Version. Das Ganze findet ihr hier unten, Beta-Version 1.351, könnt ihr euch herunterladen kostenlos. Sollte der Link bei euch nicht gehen, in der Videobeschreibung zu meinem Discord findet ihr einen alternativen Download-Link. Da lade ich immer die aktuellste APK für euch hoch, damit ihr es runterladen könnt, damit ihr da kein Problem habt. Okay, ansonsten Leute, gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Die Games laufen jetzt mittlerweile sehr smooth und selbst auf dem Emulator läuft das Ganze gut. Das möchte ich euch jetzt nur Bescheid geben. Alle Links zu den genannten Sachen habe ich euch in der Videobeschreibung reingepackt und wenn ihr Keys benötigt, dann einfach in der Videobeschreibung auch nochmal reingucken. Ansonsten, wenn ihr euch auch noch unsicher seid,
mit eurem Hauptaccount zu spielen, biete ich bzw. bietet ein Kollege von mir auf dem Discord-Server von mir einen Service für euch an, wo ihr Pokémon Go Accounts boosten könnt oder Pokémon Go Accounts erwerben könnt. Mit Level 40, Level 30 könnt ihr dann direkt loslegen, damit ihr einfach praktisch einen Twink-Account habt und da dann spoofen könnt und dann praktisch von diesem Account eure Pokémon auf einen anderen Account, also Hauptaccount, zu transferieren. Das könnt ihr auch machen. Okay, sonst gibt es eigentlich nichts zu beachten. Ja, wie ihr seht, kann man das jetzt hier alles so ein bisschen einstellen. Spiel an sich läuft ja wie immer jetzt sehr, sehr gut. Die letzten Tage gab es ja ziemlich öfters mal Crashes, aber Bannmeldungen oder sonst was kamen jetzt nicht raus. Deswegen kann ich euch da erstmal beruhigen. Sollte es irgendwelche Bannmeldungen geben, werde ich euch da schon Bescheid geben und dann sagen, hey Leute, passt auf, es sind aktuell jetzt Bannmeldungen im Umlauf. Passt am besten auf, ob ihr jetzt spooft oder nicht. Ja, das ist eigentlich schon alles, was ich sagen wollte. Wir sehen uns dann im nächsten Video, Leute. Haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Euer Wiz. Peace.